Checkt jetzt gerne die Beschreibung aus für günstige Coins, FIFA 17, PSN Cut oder Xbox Live, um mich zu unterstützen. Korrekte Sache, danke dafür und viel Spaß mit dem Video. Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 17 Footcraft Duell. Und heute gegen meinen Bruder, sowas haben wir noch nie gemacht, deswegen, ja. Ja, heute versuchen wir in 5 Minuten das bestmöglichste Footcraft zu erreichen. Hallo? Ja, genau. Und jeder hat 5 Minuten Zeit, ein Footcraft zu bauen. Und das Bessere, das gewinnt. Und wer fängt jetzt an? Tja, ich würde mal sagen, Xing Shang Chong auf alte Weise, so wie man es immer geregelt hat. In der alten Schule immer beim Streit natürlich Xing Shang Chong, wer gewinnt. Alles klar, okay. So, 3, 2, 1. Und natürlich heißt das, ich darf jetzt aussuchen, ne, ja. Ob du anfängst. Na, du fängst an und danach okay. Kann ich mich dann anpassen. Also hier, der goldene Controller. Lass gerne eine Bewertung da für mehr solcher Videos und checkt seinen Channel ab. Er hat zwar, er macht jetzt wieder Videos, zack, DAG, checkt das ab, lasst ein Like da und heute Abend noch Champions League. Geh mal Gas, du. Jo, machen wir. So Leute, wir beginnen jetzt mit dem Footdraft. Wir versuchen jetzt in 5 Minuten das möglichst beste Footdraft-Team herauszuholen. Mein Bruder stoppt die Zeit. Okay. Und es kann losgehen. Moment mal. Okay, jetzt geht's los. Beeil dich. Du musst das Heft... Ja, okay. Er bekommt gleich direkt die heftigste Formation. Ja, ich nehme direkt die Formation mit 4 Außenspielern. Da kann nichts schief gehen. Alter. Okay, sogar noch gute Kapitäne. Eden Hazard wäre auch noch ganz gut gewesen. Ja, okay. Aber mal schauen. Recht dafür. Er ist auch kein Messi, aber... Ja, du hast ja Zeit. Also 5 Minuten ist jetzt eigentlich machbar, würde ich sagen. Ja. Bin jetzt mal gespannt, was du da für ein Team raushaust. N'Golo Kante. Oh Gott. Ja, N'Golo Kante kann man gut verlinken. Mal gucken, wie es weitergeht. Kante. Das sieht nicht so fruchtig aus hier schon wieder. Okay, fruchtig, das hast du jetzt nicht gesagt. Nee, aber er überlegt, er hat ja auch vor Champions gespielt. Er ist zwar nicht so gut wie ich, aber er wird morgen seine Rewards, glaube ich, hochladen. Wolltest du machen, ne? Ja, kann ich mal machen. Wenn es euch interessiert, auf jeden Fall checkt meinen Kanal. Ja, okay, jetzt mal. Obwohl, wir können ihn ja eigentlich ablenken und er muss ja das Team zusammenbauen. Und wenn er es nicht schafft, dann müssen wir das natürlich random füllen. Was bekommst du da eigentlich für Spieler? Ja, richtig, du Scheißspieler. Ich glaube, du weißt selber gerade nicht, was du da machst, oder? Das nimmt schon seine Form an, wie man hier sehen kann. Ah, okay, jetzt okay. Rechte Flügel, die Chemie ist da. Ah, jetzt hier, keine Ahnung, wen du da nimmst. Ja, ich würde sagen, wir nehmen dann halt die Gesamtstärke dazu. Also das gesamte Footdraft mit Chemie, mit Bewertung. Das, was am Ende dann bei dieser Übersicht ist. Das wird gezählt und so machen wir das. So machen wir das. In Verteidigung, der Raphael oder... Junge, das war ein Beast-Verteidiger, Mann. Bayi auch. Hast du den schon mal gespielt? Nein, hast du nicht. Doch, habe ich, aber... Und wisst ihr, was der... natürlich schlecht. Ja, weil er scheiße ist einfach. Wisst ihr, der Torwart, der mich am meisten abfuckt... Oh mein Gott, wen nimmst du da? Ibrakadabra, Cristiano Ronaldo und Luis Suarez. Na? Junge, du hast nicht so viel... Obwohl, du hast eigentlich schon viel. Ich habe noch 3 Minuten Zeit. Ja, okay, entspann dich. Ja, wen nimmst du da jetzt? Willst du ja jetzt 5000 Minuten warten? Ja, ich nehme Ronaldo, um auf sicher zu gehen. Yes, es kann immer mal ein guter kommen, aber Ronaldo ist halt schon... Ja, okay, Florenzi, absolutes Biest. Ja, wer mich am meisten aufregt? Butland, ne? Bei Foot Champions, Butland spielt. der hält alles. So, okay, mach mal jetzt hier schon den rein. Ich brauch dir eigentlich nicht viel sagen. Es ist auch eher mehr Glück als Verstand, ob man jetzt hier, sag ich mal, High-Rated Spieler bekommt. So, hier Nani. Aber du hast ja eigentlich schon fast volle Chemie. Ja, ich habe auch gute Bankspieler schon. Also, sieht schon ganz gut aus. Ja. Mal gucken, was ich gleich für ein Draft raushau. Wahrscheinlich das Heftigste. Ja, okay, jetzt könnte was Gutes kommen. Was? Er kriegt einfach Messi, Bale, Ronaldo. Ja, okay, alles klar. Okay. Bin ich mal gespannt. Ja, Leute, wie ihr seht, das Glück ist vielleicht heute mal auf meiner Seite. Ja. Bei den anderen Videos war es ja auf seiner Seite, wie man gesehen hat. Ja, ihr könnt ja auf jeden Fall mehr Challenges reinschreiben. Und wen nimmst du jetzt noch? Asensio. Und mal gucken, weil wir können uns ja immer battlen, aber vielleicht mit verschiedenen Kriterien oder sowas kann man ja auch machen. So zum Beispiel jetzt Champions League Footcraft oder so, wer die meisten hat oder keine Ahnung. Ja. Ihr wisst, wie das läuft und jetzt der Torwart wahrscheinlich. Ja, Stefan Ruppier! Okay, nimm nicht Stefan. Er zieht einfach neuer noch. Okay, Leute, ich habe jetzt noch 1,5 Minuten ungefähr Zeit, mir die beste Chemie hier rauszusuchen. Kriegt einfach Ronaldo, Messi und Bale. Wie soll ich das? Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber... Ja, ich weiß gar nicht, ob ich die reinsetzen kann. Hä? Du musst zum Beispiel Ronaldo. Ja, das musst du wissen. Ne? Ich helfe dir hier nicht beim Bauen, aber...
Ich denke mal, das wird schon irgendwie machbar sein. So Leute, hier seht ihr das Endergebnis von meinem Footdraft-Team. Sieht ganz stabil aus mit einer 186er Bewertung. Ich kann mir jetzt noch einen Manager nehmen. Chemie bringt er vielleicht für Spieler, aber 186 ist drin. Okay. Ja, ich war hier leise. Okay, 186 müssen wir übertrumpfen. Hier die Footdraft-Übersicht. Die lassen wir jetzt hier auf jeden Fall so stehen. Ich muss es überbieten. Hoffentlich kriege ich auch Ronaldo, Messi und Bale und Neuer, keine Ahnung. Mal schauen und dann werden wir gucken, wer jetzt gewinnt. Auf geht's, 3, 2, 1 und los geht's. Bitte eine Dreierkette, Digga, wetten, ich bekomme die nicht. Ich bekomme nur, ey, es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich, ey, wir können nur die 4, 3, 3. Oh mein Gott, Mann, damit habe ich eigentlich schon so gut wie verloren, oder? Wie wollen wir hier ein besseres Draft als 186 hinbekommen? Ich habe keine Ahnung, Kapitän muss jetzt regeln. Immerhin Cristiano Ronaldo, der jetzt hier kommt. Der Stürmer 96 ist natürlich draußen. Sollen wir morgen ein Pack-Opening machen? Ich munkel, vielleicht man machen wir das. Oder meine Foot Champions Rewards, aber die kommen auf jeden Fall. Safe, safe, safe. So, zentrales Mittelfeld mit Andres Iniesta. Ja, schon mal ein besseres zentrales Mittelfeld als ich. Ja, das könnte was gehen. Da könnte was gehen. Linksverteidiger, oh mein Gott, oh mein Gott. Naja, wenigstens die Chemie steht. Und ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss hier Bonucci nehmen. Ich muss fürs Rating gehen oder nein, wir nehmen Bonucci hier, den guten alten Italiener. Und jetzt auf ZDM De Rossi. De Rossi oder Matuidi, ich glaube, ja, dann nehmen wir den Italiener, weil wir haben schon Bonucci. Wir haben schon starke Verteidigung. Und das sieht gut aus. Das sieht bisher gut aus. Arda Turan. Muss ich Kevin De Bruyne nehmen, Alter? Ich glaube schon, Mann. Ich glaube, ja, wir müssen ihn nehmen. Hoffen wir mal. Ich weiß gar nicht, was hier im Mittelsturm kommen kann. Wir schauen einfach mal nach. Oh, Stindel, Digga. Oh, Dybala. Komm, wir nehmen Dybala einfach fürs Rating. Wir haben Serie A, wir haben Premier League, wir haben alles. Ich hoffe nur, wir kommen dann noch auf volle Chemie. Ja gut, hier Mathieu, der passt hier sogar noch so halbwegs rein. Den rechten Flügel spare ich mir auf. Hoffentlich ist das dann Messi, Digga. Rechtsverteidiger, Alter. Lahm, entweder nehme ich den jetzt für die Bank oder ich nehme Florenzi mit. Ich nehme Florenzi, weil so viele verschiedene Ligen, das wäre, glaube ich, dumm. Und so, Torwart jetzt hier, keine Ahnung, bitte Buffon, Italiener, passt. Passt, würde ich sagen, nehmen wir. Was sagst du dazu? Sieht ganz stabil aus, auf jeden Fall bessere Einzelspieler als ich. Ja, und jetzt hier kein Messi. Starterteam hatte. Oh Mann, Alter. Aber die Auswechselbank, die regelt das immer, da muss man mal gucken. Ja, okay, wir nehmen hier Tellio einfach. Serie A und BBVA, bisher 79 Chemie, aber das Rating sitzt eigentlich. Jetzt! Wird es interessant, wir bekommen Neymar. Okay, warte mal, 87 rated, Alter. Aber die Chemie, Mann, die Chemie muss stimmen. Ansonsten haben wir ein Problem. Ich glaube, wir nehmen hier Nani. Und den packen wir dann notfalls auf den rechten Flügel. Ey, wir brauchen Messi, Mann, aber... Du musst erstmal deine Auswechselspieler, sonst verliert die Zeit zu werden. Ach ja, fuck, Digga, ich muss ja auf die Zeit achten, die Zeit. Noch zwei Minuten 20 übrigens. Zentrales Mittelfeld Spanien. Herrera, ja, keine Ahnung, Mann, wir brauchen noch was Passendes, Alter. Nicht Joe Hart. Ey, das ist so lächerlich, wir bekommen denn Joe Hart, Mann. Was soll ich mit dem? Keine Ahnung, was soll ich mit Premier League-Spielern? Wir nehmen einfach Mertens, Mann. Ich sehe schon, das wird hier richtig eng. Und ich habe keine Ahnung, wen wir jetzt hier nehmen sollen. Keine Ahnung, linker Flügel, rechter Flügel. Das passt ja alles nicht. Nehmen wir einfach den Typen. Okay, die letzten Spieler. Das sieht... Kruse. Ah, Callejon ist... Okay, übertreib das nicht. Das sieht schon scheiße aus, Mann. Wir brauchen einen Mittelfeldspieler, Mann, der wenigstens da reinpasst. Nicht Flügelspieler, Mann. Arjen Robben. Oder Aspas. Ich glaube, Aspas würde hier... Ja, ey, ich muss mich, glaube ich, für Aspas entscheiden, Digga. Weil guck, plus 7. Ich muss ja auf volle Chemie kommen, sonst habe ich ja verkackt. Und so halbwegs steht es schon mal. Und wenn wir hier Herrera reinpacken... Okay, dann könnte das hier jetzt noch eine Minute 20. Ja, komm, das kriegen wir safe hin. Und wir nehmen jetzt hier. Nein, Digga. Bitte wird das jetzt. Oh nein, nicht runtergehen. Wir brauchen noch High-Rated-Spieler, Mann. Ich krieg sie nicht. Die letzten drei. Das wird so. Ey, es ist so leck. Oh, vielleicht nein. Auch nicht. Ja, Digga. Okay. Die letzten beiden Spieler. Bitte noch was gut. Nein. Und ich glaube, das war schon fast die Entscheidung. Jetzt der Torwart wenigstens noch high-rated. Natürlich nicht, Alter. Nehme ich hier Rico mit.
Und schauen mal, dass. Ja, fuck, Digga, der Typ kriegt einfach die heftigsten. Ob das noch was wird. Oh nein, Freunde, ich hab hier das Beste zusammengekratzt. Und dafür, dass es hier drei Ligen enthält, okay, Herrera, ein bisschen mit der Premier League, kommen wir hier nur, wenn der Manager uns regelt, auch auf eine 186er Gesamtwertung. Es ist egal, ob wir hier Neymar reinstellen oder Ronaldo. Ja, was muss ich sagen? De Rossi und Herrera. Wenn ich De Rossi und Herrera tausche, naja, dann wird das nichts. Aber ihr wisst, obwohl, wenn ich jetzt so mache und dann so nehme, nein, okay, macht doch keinen Sinn. Was laberst du hier eigentlich? Nein, jetzt ist die Entscheidung da. Ey, Digga, ich brauche nur einen italienischen oder spanischen Manager. Das muss eigentlich, wenn das nicht funktioniert. Ich habe nur Pech in meinem Leben, Alter. 3, 2, 1, bitte, Digga, Manager-Regel. Ja, Italiener, ja. Oh, shit. Oh. Moment mal. Aber das sollte regeln, Digga. Ja, okay. Easy, Junge. Easy. 186er Footraft. Das heißt, wer hatte das geilere Team? Könnt ihr mal schreiben. Also ich glaube, er hat ja, du hattest ja nur BWVA eigentlich, ne? Ein Full-BWVA-Team. Und ich hatte hier wenigstens noch ein bisschen Kreativität dafür, dass ich die schlechtere Formation hatte. Schreibt in die Kommentare, wer gewinnt. Ich. Oder mein Bruder. Und dann würde ich sagen, die Revanche gibt's auf deinem Channel. Wollen wir machen? Ja, können wir machen, wenn ihr es wollt. Ja, dann checkt auf jeden Fall, lasst einen Kommentar da. Und ein Abo und checkt ihn ab und lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Nein, Spaß beiseite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute mal ein bisschen was anderes. Ein bisschen Abwechslung von diesen durchgehenden gängigen Pack-Openings. Ja. Oder? Aber ja, die Pack-Openings, das sind Pack-Openings, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ja, das war's. Checkt seinen Channel ab und lasst ein Like da für mehr solcher Footdraft-Challenges. Heute Abend Champions League. Gönnt euch. Macht's gut. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal.